Amerika schaust, im Kernland des Kapitalismus, die haben alle Banken fast verstaatlicht. Also es ist schon schizophren, was da im Moment aber abläuft. Aber wo soll es hinführen? Wir müssen ja irgendwie... Ja, zuerst vielleicht die andere Frage, was wäre gewesen, wenn der Staat nicht eingegriffen hätte? Dann, was wäre heute? Also meiner Meinung nach hätte man durchaus einige Banken hops gehen lassen können. Da bin ich ganz... Du hast ein paar Banken, wo es ein Problem ist, aber du musst nicht jede Bank retten. Das ist ein Konkurrenzkampf unter den Banken, da sollen sie es halt, der sie am besten verspekuliert hat, halt leider Pech gehabt. Aber deine Frage, was kann man dagegen machen? Der Staat muss nicht überall der bessere Banker sein, aber was der Staat machen muss, er muss verbindliche Regeln aufstellen. Und da hackt es im Moment. Und diese Regeln müssen natürlich weltweit verbindlich sein, das ist ja die Schwierigkeit. Was waren die Regeln? Wenigstens ein bisschen einfach. Also zum Beispiel, dass es nicht mehr möglich ist, Derivate auf den Markt zu bringen, wo nichts dahinter steckt. Und nur sozusagen. Man müsse die Meisterung aufhören, weil es gibt Menschen, die behaupten, dass da nichts dahinter steht. Das geht nicht. Alicante wird weiter das Derivat Alicante ausgeben. Aber nein, oder zum Beispiel, du kannst ja Spekulationssteuern erheben. Also wer auf der Börse spekuliert, der muss dann auch dementsprechend Steuern bezahlen. Es gibt die Vorstellung einer sogenannten Tobin-Steuer. Auf alles, was gehandelt wird weltweit, gibt es eine Steuer drauf. Dann würden manche Finanztitel mit Sicherheit nicht gehandelt werden, weil entsprechende Steuern dann drauf sind. Es ist ja immer eine Frage, wie regelst du bestimmte Auswüchse, und dann musst halt als Staat, musst als Organisation, in dem Fall natürlich weltweit, zu schärferen Regeln kommen, und dann könntest du mit Sicherheit einiges auffangen. Auch so Kreditvergaben wie in den Vereinigten Staaten, dass du überhaupt keine Bonitätsprüfung mehr machst, sondern da kommst du zu mir und sagst, die Breit, jetzt haben wir schnell $200,000. Und ja, ich frage dich, was hast du an Sicherheit? Dann sagst du, 3 Schachtel Zigaretten. Dann sage ich, ja, sauber, wunderbar. Brauchst nicht anstatt $200,000 250,000. Also solche Sachen sind da passiert. Ist ja bei uns auch passiert, im Prinzip. Hat's nicht ganz so schlimm. Also, ist klar. Also bei uns, wenn du einen Kredit brauchst für einen Wohnungskauf, also, du musst ja schon. Da müssen wir raus aus dem Gespräch. Wir nehmen die jetzt raus. Aber nehmen wir mal einen ganz seriösen Münchner Bürger. Ach so, jetzt fangen wir nochmal an, bitte. Wir sprechen was ganz anderes über. Ich habe mir noch gemerkt, mit Steuern kann man ja auch nicht alles regeln. Trotzdem. Aber Steuern. Darum heißen die Steuern Steuern. Ja, ich weiß schon. Da kannst du was steuern. Kann man denn, ja, ich fühle mich schon gut besteuert. Ja, das freut mich. Ich fühle mich ja nach wie vor, also gut im Sinne von... Na, es gibt ja gerechte Steuern und ungerechte Steuern. Ich gebe dir recht, du bist wahrscheinlich ungerecht besteuert. Weiß ich nicht. Weil, ich weiß jetzt nicht, was... Da, also ich finde schon, dass es... Ich bin jetzt keiner, der irgendjemand was neidet, aber es gibt ein Einkommen oder ein Verdienst, der es einem nicht erlaubt, jemanden anzustellen, der mir einen Großteil meiner Steuern spart. Ja. Und darunter fallen eigentlich die meisten. Das meinte ich mit Ungerechtigkeit. Es gibt viele Menschen in diesem Land, die sau viel Geld verdienen. Ja. Die haben aber die Möglichkeit, durch Abschreibungen, durch Steuervergünstigungen, durch gute Beratung, ihre Einkünfte so niedrig zu rechnen, dass die kaum Steuern zahlen, obwohl sie unglaublich viel verdienen. Ja. Und dann gibt es die anderen, so wie du und ich. Mehreren. Ja, natürlich. Also ich kriege mein Gehalt, da ist die Steuer schon abgezogen. Da kann ich gar nicht mehr lang... rumhantieren, sondern ich habe auch dann nicht so viel abzuschreiben am Ende. Ich zahle regelmäßig meine Steuern, und das machen viele in diesem Land. Und zwar zu einem relativ hohen Satz. Ich habe so manchmal den Eindruck, gerade als Selbstständiger, da ist dann so, habe ich auch schon Stimmen gehört, die gesagt haben, ich habe keine Lust mehr auf Selbstständigkeit, ja? Weil du verdächtig bist, wenn du Geld Verdiener willst, Ideen hast, du wirst gleich mal verdächtig und gleich mal so besteuert, dass es, du hast ja keine Mittel, um sie einzusetzen. Also du musst, wer tut das schon, einmal ungefähr die Hälfte weglegen fürs Finanzamt. Keiner macht das. Jeder versucht zu investieren, versucht natürlich auf
manche leben über die Verhältnisse, aber ich glaube, dass die der normale Handwerker, die wo eigentlich das Leben gestalten da draußen, dass die ein viel zu hoch besteuert sind. Ja, das ist ja der Grund, warum es so viel Schwarzarbeit gibt. Ich glaube, wenn du entsprechende Steuersätze hältst, wo jeder sagt, das ist gerecht, weil ja Steuer brauchst du. Du brauchst ja um die Steuern, um Straßen zu bauen, um Schulen zu bauen. Ich glaube, das versteht ja jeder. Und jeder würde einen bestimmten Steuersatz bezahlen, weil er sagt, das ist gerecht, das ist in Ordnung. Aber jeder fühlt sich überfordert und sagt, warum ich als Kleiner muss so viel in Relation zu meinem Gehalt an Steuern zahlen und der Große, der so und so viel verdient, der muss in Relation zu seinen Einkünften wesentlich weniger bezahlen. Und das führt natürlich dazu, dass ich sage, warum soll ich dann den Auftrag an Handwerker geben, schauen wir es, dass wir es unter der Hand machen, machen wir schwarz, darum ist der Schwarzmarkt gigantisch in dieser Republik, ja, weil sich jeder natürlich sagt, warum bin ich der Blöde, der gerecht Steuern zahlt und die anderen schreiben es an.